Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es mal wieder eine Videorezension und kurz vor dem Kinostart des Buches. Also heute dreht sich in dem Video alles um Nur drei Worte von Becca Abatelli. Und ich denke mal, es werden bestimmt schon ganz viele von euch mitbekommen haben, dass das Buch halt unter dem Kinotitel Love, Simon verfilmt wird. Dazu will ich auch zum Schluss des Videos noch einmal etwas sagen. Aber jetzt geht es erstmal nur um das Buch und ich wünsche euch natürlich wie immer ganz viel Spaß beim Zuschauen. Ja, wie schon gesagt, es geht jetzt erstmal um das Buch und um den Inhalt, denn es geht in nur drei Worte um den 17-jährigen Simon und Simon ist schwul. Das weiß er, glaube ich, auch schon halt länger und in seinem Umfeld ist es aber niemandem bekannt, also seine Familie, seine Freunde, er behält das komplett für sich und eines Tages liest er im Internet, ich weiß nicht, ob es jetzt direkt eine Seite von der Schule ist, aber er liest auf jeden Fall auf einer Seite, dass es auch jemanden an seiner Schule gibt, der schwul ist und dieser hat sich unter sozusagen einem Pseudonym, nämlich Blue, hat er diese Nachricht geschrieben und Simon wird darauf aufmerksam und antwortet ihm und sagt, Blue, ich bin auch so wie du und daraus entsteht so eine Art Brieffreundschaft, aber per Mail zwischen den beiden. Und immer wenn Simon mit Blue schreibt, ist es für ihn einfach was richtig Tolles. Er fühlt sich verstanden von ihm und die Gedanken, die die beiden austauschen können, sind für den jeweils anderen auch einfach total wichtig. Jetzt ist es aber so, dass jemand an Simons Schule mitbekommt, dass er halt diese Nachrichten schreibt und einen Screenshot davon hat. Und somit weiß er auch, dass Simon schwul ist, aber eigentlich weiß es ja sonst niemand. Und auf kurz und lang ist es so, dass dieser Junge, es ist ein Junge, der das weiß, daraufhin ihn im Prinzip outet. Und die ganze Schule weiß es dann auf einmal. Also, das ist natürlich etwas, was Simon nicht besonders toll findet, weil er das eigentlich ja selbst entscheiden wollte, wann er es sagt, wie er es sagt, wem er es sagt. Und daraufhin hat es natürlich auch Konsequenzen irgendwie, was Blue angeht und wer Blue eigentlich ist und wie die Geschichte, sag ich mal, ausgeht, das müsst ihr alles selber nachlesen. Also ich finde, dass das Buch das Thema Homosexualität unglaublich gut anspricht, in dem Sinne, dass es einfach super gut darstellt, wie es ist, vor allen Dingen halt für einen Jugendlichen. Outing ist, glaube ich, für viele, egal jetzt ob in dem Alter oder später, etwas, was einfach nicht leicht ist oder was nicht leicht sein kann. Und ich finde diese ganzen Sorgen und Ängste und Gedanken, die halt solche Menschen haben, sind hier unglaublich gut dargestellt. Sowohl bei Simon als auch bei Blue. Blue lernen wir halt nur in dem Sinne kennen, dass wir halt seine E-Mail-Nachrichten an Simon lesen. Also man hat auch so die Chatverläufe, sag ich mal, immer mal wieder abgebildet. Also das finde ich wirklich toll. Und ich finde die Botschaft dann dahinter auch einfach unglaublich wichtig und ich denke, sie ist auch klar. Was mich jetzt ein bisschen gestört hat, das hat jetzt nichts mit diesem Thema Homosexualität zu tun. Es ist eher, dass ich finde, dass eigentlich bis auf diesen Handlungsstrang zwischen Simon und Blue nicht wirklich viel in dem Buch passiert. Wenn ich mir gerade die erste Hälfte angucke, also die Hälfte des Buches, ist es auch ehrlich gesagt nicht besonders dick. Da ist echt nicht besonders viel passiert und ich habe halt eigentlich gedacht, weil das Buch eben nicht so dick ist, dass es dann eigentlich alles so Schlag auf Schlag kommt und man da irgendwie gar nicht lange warten muss. Aber dadurch, dass es halt irgendwie nicht so war, fand ich es dann zwischendurch auch etwas langweilig. Die zweite Hälfte fand ich dann tendenziell etwas besser und auch gerade, sag ich mal, der Schluss, wenn man dann so erfährt, wer Blue eigentlich ist und was dann noch so als Abschluss passiert, finde ich unglaublich süß und da habe ich mir echt gedacht, dass es auf
richtig schön von der Autorin einfach gemacht. Also da kann man wirklich überhaupt nichts sagen. Halt nur dieser Aspekt, dass eigentlich nicht so viel passiert, finde ich etwas schade. Es gibt einen Charakter in diesem Buch und sie heißt Lea und sie wird auch zufälligerweise genauso geschrieben wie ich, also mit H am Ende. Und es gibt einen zweiten Teil und in diesem zweiten Teil geht es um diese Lea. Ich weiß noch nicht, ob ich den lesen werde oder nicht. Tendenziell hätte ich da schon Lust zu, weil da dann halt auch nochmal eine Thematik angesprochen wird, die ich dann auch wieder unglaublich wichtig finde. Und in dem Buch wird auch das Thema unerwiderte Liebe etwas angeschnitten, was mir auch gut gefallen hat und wo ich auch sofort mitfühle. Also sobald es irgendwie um unerwiderte Liebe geht, werden meine Türen mit Verständnis und auch einfach Mitleid total weit aufgerissen, weil ich finde, dass es schon ziemlich schade ist oder ich finde es halt einfach traurig. Also klar, man hat schon noch ein bisschen was anderes hier als jetzt nur Simon und Blue, aber ich finde halt, wie gesagt, es ist ehrlich gesagt nicht so viel. Simon ist eigentlich auch ein ziemlich, ja, in Anführungszeichen halt normaler Junge. Also er hat einfach seinen Freundeskreis, er ist jetzt kein Außenseiter, er hat eine Familie mit zwei Schwestern und seine Eltern sind manchmal ein bisschen merkwürdig, aber irgendwie auf eine lustige Art. Und das fand ich auch schön, dass es halt auch so dargestellt wurde, dass man halt jetzt nicht, nur weil man homosexuell ist, dass da dann irgendwie, weiß ich nicht, da dann zu Hause alles total anders ist oder dass die Menschen einfach auch Menschen sind und dass man das halt überhaupt nicht verurteilen muss. Das fand ich, hat Becca Abatelli auch richtig gut dargestellt. Ja, Blue, wie gesagt, da weiß man halt noch nicht so viel, aber ich habe persönlich auch schon innerhalb der ersten, ich glaube 30 bis 40 Seiten, eine Vermutung aufgestellt, wer Blue ist, aber sie war dann letzten Endes falsch und ich war auch persönlich etwas überrascht, wer Blue wirklich ist, aber ich finde wirklich bis zum Schluss weiß man es eigentlich nicht, also ich wusste es jedenfalls nicht. Ja, das war jetzt meine Meinung zu dem Buch und wie ich schon gesagt habe, wird das Ganze ja auch verfilmt unter dem Titel Love, Simon. Der kommt jetzt nächsten Monat schon ins Kino, also im Juni, Ende Juni, vielleicht 23 oder so, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall spielt Nick Robinson die männliche Hauptrolle als Simon und ich persönlich bin ein riesiger Nick Robinson-Fan. Ich finde, er ist wirklich ein ganz, ganz toller, junger Schauspieler und ich werde euch den Trailer dazu auch nochmal in der Infobox verlinken, falls ihr den noch nicht gesehen habt, aber den fand ich ehrlich gesagt schon ziemlich vielversprechend. Ich bin natürlich, wie glaube ich jeder bei Buchverfilmungen, mega gespannt, wie es umgesetzt ist, wie die weiteren Rollen aussehen werden. Klar, im Trailer hat man schon so einen kleinen Einblick bekommen, aber letzten Endes ist es ja der ganze Film, der zählt. Also ich freue mich wirklich schon riesig darauf und ja, bin auch mal gespannt, ob ich dann verglichen mit dem Buch finde, dass der Film halt nicht so langweilige Passagen hat. Also da bin ich auf jeden Fall neugierig und ja, ich freue mich halt wirklich total darauf, dass halt auch ein Film mit so einer Thematik jetzt rausgebracht wird. Also ich kenne, glaube ich, sonst keine Filme, wo irgendwie so Homosexualität auch gerade im Jugendalter irgendwie dargestellt wird. Also finde ich auch sehr, sehr toll und auch wichtig, dass das gemacht wird, weil ich einfach finde, dass man mit dem Thema total offen umgehen sollte und dass man vor allen Dingen daran nichts verwerflich finden sollte. Ich verlinke euch auch nochmal in der Infobox meinen Blogbeitrag zu der Him- und Astrologie von Elle Kennedy und Serena Bowen. Da geht es auch um eine Male-Romance-Geschichte, wobei das hier jetzt wirklich eher, sag ich mal, Young Adult-mäßig ist und das andere ist wirklich schon New Adult. Und ich habe da auch am Anfang eine etwas längere Passage darüber geschrieben, wie ich halt über Homosexualität denke. Und wenn ihr euch das gerne einmal durchlesen wollt, könnt ihr das machen. Wie gesagt, ist in der Infobox verlinkt. Ja, das war es jetzt auch schon mit dem Video. Ich hoffe natürlich, dass euch die Rezension gefallen hat, dass ihr euch das Buch vielleicht mal anschauen werdet. Also, wie gesagt, ich finde,
es ist auch wichtig, dass es solche Bücher gibt oder solche Filme und dass man einfach auch das akzeptiert und dass wir immer mal, also dass wir heute auch, sage ich mal, einfach in einer Gesellschaft leben, in der man damit hoffentlich kein Problem hat. Ich wünsche euch ansonsten noch einen schönen Tag, hoffentlich bis zum nächsten Mal und macht's gut!